Und direkt nochmal. Und jetzt am besten. Oh, Glück gehabt. Puh. Okay, so macht man's, genau. Also diese Münzen hier sind wirklich anspruchsvoll, das möchte ich nicht abstreiten. Es gibt wahrscheinlich bestimmt irgendeinen Trick hierfür oder so. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich kenne ihn nicht und das war dumm. Ja, super. Jetzt können wir hier warten, bis das wieder weg ist und dann, naja, können wir uns hier hinten nochmal ein bisschen umsehen. Aber hier gibt es, glaube ich, sowieso nichts. Ja, allzu viel fehlt uns eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, es läuft wieder auf diese eine Münze hinaus, die uns fehlt nachher. Bitter. So, und jetzt zieh, Mario. Zieh. Oh nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das war mir so klar. Ich glaube, ich habe eine kleine Idee, wie man das hier durchaus bewältigen könnte. Das Boot sollte man noch nach Möglichkeit etwas näher hier heran schieben oder so. Super. Irgendwie. Super. Hey, aber das ist eigentlich eine gute Idee, was ich hier gerade vorhab. Komm, jetzt geh weg, geh weg. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt sind wir nämlich schon hier mitten auf dem See und können schon extrem schnell hier hinten hin und. Ach, war das nicht toll? Das war doch 1A hier. Super. 27 Münzen. Viel fehlt nicht mehr. Aber wie gesagt, eine Münze bleibt mir momentan noch im Unklaren. Und das könnte recht bitter werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die schon irgendwo bekommen. Mensch, wo soll die denn sein? Also, die Tatsache allein, dass sie sie geben muss, ist ja schon mal schon mal was, was einen eigentlich aufmuntern sollte. Wahrscheinlich ist irgendwo eine blaue Münze in irgendeinem Kapitel, die es nur in diesem Kapitel gibt oder so. Oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, was nachher noch folgt. Jedenfalls, ihr merkt, dieses Kapitel hier dauert wesentlich länger mit den blauen Münzen als zum Beispiel die Rosirena. Wobei ich trotzdem schon relativ schnell die Münzen gefunden habe, denke ich. Ich meine, sicher, es wären bestimmt noch schneller gegangen oder so, aber. Ja, hier haben wir nämlich die nächste Münze. Hier sind zwei Münzen recht nah aneinander versteckt gewesen und das ist eigentlich auch recht sozial gemacht. Passiert nicht oft in dem Spiel, kann ich euch gleich schon mal so. Gut, ich meine, ihr habt jetzt die meisten schon gesehen. Ihr habt in etwa einen Eindruck, wie man die blauen Münzen hier bekommt oder solltet das zumindest haben. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch solche kleinen Einkerbungen, in denen man zumindest vereinzelt. Oh ja. Das wird schwierig, da hochzukommen. Ich habe keine Ahnung momentan, wie wir das machen sollen. Wir gehen hier auf jeden Fall irgendwo mal hoch. Das wäre schon mal ganz sinnvoll. Das war dumm. Mal wieder. So, jetzt kommen wir mal. So. Jetzt hier am besten nochmal irgendwo eins hoch. Ja. Ja. Gut. Und von hier aus sollten wir doch noch da hinten. Wo waren denn die? Nein. Ganz blöde. Nein, 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 nein. Ich will hier doch einfach nur. Ich will doch nur. Ich will nur. Wo waren jetzt die Einkerbungen? Ich hab's vergessen. Waren die hier oben? Nein. Hier nicht. Da. Genau. Nee. Wir wollen jetzt nicht nochmal die Schwebedüse. Da hoch. Obwohl, vielleicht wäre es mit der Schwebedüse doch. Ich nehme sie jetzt einfach mal. Zur Not können wir wieder nach da hinten gehen und uns nochmal beschweren. Was mache ich hier jetzt eigentlich, Mann? Ich laufe recht ziellos durch die Gegend einfach nur. Sollte sich vermeiden lassen eigentlich. Nun ja. Gehen wir jetzt einfach nochmal nach hier hinten. Und hoffen irgendwie. Da sind wir rein.
Da wollen wir rein, hallo? Ja, danke schön. Und ab geht's nach oben. Ist hier neben vielleicht noch irgendwas? Was man übersehen kann oder so. Hey, hier! Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja! Tatsache! Ich habe die Münze gefunden. Mensch, das ging ja besser als erdacht. Mein Gott, das war jetzt aber wirklich... Die war ja fast wie auf dem Präsentierteller, so in der Art. Trotzdem bin ich jetzt hier schon wieder irgendwie am Arsch der Welt, möchte ich fast sagen. Nee, jawohl. Hier hinten können wir hoch, glaube ich, und dann dürfte sich das mehr oder weniger schon erübrigt haben. So, na, boah. Okay, egal. Es hat geklappt und dann ist es mir auch egal. So, diese Einkerbungen sollten doch jetzt... Ne, ich glaube, wir sind schon lange drüber. Ich glaube, wir springen jetzt hier einfach mal runter. Und da unten sehen wir schon einige. Okay, man muss da nur gegenspritzen. Okay. Immerhin, das haben wir schon mal rausgefunden. Und wenn wir jetzt ein bisschen höher kommen sollten hier mit... Nee. Egal, wir können von da oben, glaube ich, nochmal... Ja. Es fehlen nicht mehr viele. Irgendwo da muss sie ja sein. Und es, ich glaube, wir haben 29, oder? Wenn ich mich wirklich nicht täusche, dann sollten wir tatsächlich schon unsere 29 voll haben. Und was war das jetzt schon wieder? Und mit 29 Münzen jetzt und die letzte da hinten, das wäre natürlich jetzt genial irgendwie. Genauso genial, wie ich hier mit diesen Wandsprüngen zurechtkomme. Oh mein Gott, also es ist schon wieder... Nein, nein. Ach, ich bin zu aufgeregt. Ich will die letzte Münze nur noch. Es kann doch nicht so schwer sein. Bekommt kein schlechtes Bild von mir, nur weil ich jetzt hier so ein bisschen am Rumdümpeln bin, bitte. So. Da unten sind sie doch. Ich sehe sie doch schon von hier. Kann man die von hier? Ich bin gespannt. Ne, ich glaube, wir müssen da irgendwie drüber. Nee, oder? Mensch, ich will doch nur diese Dinger da anspritzen. Das kann ja nicht so schwer sein. Es gibt bestimmt irgendeinen Weg, wie man das total simpel machen kann, aber ich bin gerade wirklich... Nee, es tut mir leid. Es ist... Ach, was mache ich denn hier schon wieder? Irgendwie der letzte Teil dieser blauen Münzenakte hier zieht sich in die Länge. Ich hoffe, dass das bei Plaza de la Palma noch mal ein bisschen besser wird. Aber dass Bahia Paradiso eins der längsten sein würde, das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Wobei man hier schon die ersten paar Münzen auf einen Schlag bekommt. Aber die letzten, ihr merkt, es zieht sich richtig. Und das ist für ein Let's Play dann nicht mal so toll, aber... Ach komm, jetzt sag nicht, dass ganz links die blaue Münze ist. Wenn die nicht da ist, dann bin ich zwar noch mehr aufgeregt, aber... Beziehungsweise, dann rege ich mich noch mehr auf. Ja, geh zu. Komm. Hallo, ja. Beeil dich. Los. Ja, gut, wunderbar. Wir wollen doch nur da hoch. Und wir wollen doch nur gucken, ob sich das wirklich bewahrheitet, dass die letzte Münze da hinten drin ist. Ich hoffe es. Ich bete quasi dafür. Komm. Hier muss sie sein. Nein. Nein, sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Sag, Mann. Super, damit hat der Sozi es verkackt und ich habe keine Ahnung, wo die letzte jetzt ist. Wirklich, ehrlich gesagt. Vielleicht in den Kisten. Das wäre mal ein Gedanke. Der ließe sich durchaus mal verfolgen irgendwie. Nee, schade. Das wäre jetzt natürlich episch gewesen.
Wo könnte man hier in diesem Level noch hin? Wo wir noch nicht waren. Vielleicht ist wirklich an dieser Steilwand dann noch irgendwo eine Münze. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es da sogar irgendwie so einen Trick, wie man es rausfinden kann. Indem man einfach die Kamera hinter sich dreht und ein bisschen rauszoomt und keine Ahnung was macht. Und dann sollte man hier irgendwie schon bemerken, wenn hier irgendwo eine Münze noch sein sollte. Wobei, naja, ihr merkt's, es ist nicht so einfach. Hier ist jedenfalls nichts. Also wenn irgendwo noch eine Münze wäre, dann würde man so eine Art Fragezeichen sehen. Okay, was auch immer das jetzt war. Egal, gehen wir wieder nach ganz oben. Der Ausblick ist doch eigentlich wirklich fantastisch hier. Ja, die Frage ist nur jetzt, wo könnte die letzte blaue Münze sein? Irgendwoher muss jetzt ein Geistesblitz kommen, habe ich so das Gefühl. So. Hier dürfte eigentlich nichts sein, wenn mich das nicht täuscht. Hier vielleicht? Also die eine, die wir da gefunden haben, war ja schon mal gut. Damit hätte ich ja schon mal nicht gerechnet. Nur irgendwie, ich habe wirklich das Gefühl, an dieser Steilwand fehlt noch eine. Wir lassen uns nochmal überraschen. Gehen wir einfach mal ganz nach oben und lassen uns nochmal fallen. Oder ich gucke einfach gleich nochmal die Kapitel durch und gucke dann, ob ich mit irgendeinem was assoziiere. Das ist, ich weiß nicht, es bringt mir manchmal wirklich was. Wenn ich dann so durch die Kapitel gehe und merke, vielleicht ist auch wieder ein Vogel, der uns fehlt. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Diese Vögel machen mich echt, also seit Monte Bianco, es ist, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt oder so, aber das war eine Qual, die man nach Möglichkeit nicht unbedingt wiederholen sollte. Also irgendwelche Leute, die dieses Spiel hier noch besser kennen als ich, soll es ja auch geben, werden sich jetzt bestimmt fragen, was macht der Sozi hier? Und das ist eine berechtigte Frage, muss ich sagen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nochmal aus dem Kapitel und nutzen die Assoziiertechnik. Juhu. Ich liebe dieses Wort. Nee, also, ja, ich glaube, annähernd haben wir schon jetzt eine Stunde gespielt. Ja, schon beinahe. Ja, so ist es. Schnapp dir Mario Morgana, Geheimnis der Muschel Palmaton, vom Klempner zum Zahnarzt, die Flaschen der roten Münzen, Bezwinger der Labyrinthruinen, Korke den Wasserfall. Ich muss zu eurem Bedauern oder zu meinem Bedauern auch sagen, dass ich momentan wirklich nichts assoziiere mit den Kapiteln an sich. Vielleicht gibt's hier hinten ja irgendwo noch eine blaue Münze. Das könnte ja durchaus sein, dass hier irgendwo im Wasser einfach noch eine rumliegt, quasi, die man, ja, die blauen Münzen sind eigentlich, ja, man sollte meinen, dass sie recht einfach zu finden sind, aber irgendwie, ihr merkt selbst, wird gerade etwas gurkig wieder. Hier oben vielleicht? Vielleicht sollte ich einfach wirklich mal auf den Moment. Moment. Ich bin mir, wir gehen nochmal in das Geheimnis der Muschel oder wie auch immer dieses Kapitel heißt. Es ist, glaube ich, hier wenig abhängig davon, welches Kapitel man macht. Deshalb holen wir uns am besten nochmal die Raketendüse. Ich bin dafür, weil mit der Raketendüse, man kommt wirklich wohin, wo man sonst nicht unbedingt hingelangt. Und das könnte unter Umständen hilfreich sein.